so weak. It was foolish of you to come here tonight, Tom. The Aurors are on their way, by which time I shall be gone. And you shall be dead. And I go way back further than I care to admit. I can remember when it was one broomstick. All hands on deck, Granger. Listen, my boy. In the old days, I used to throw together the occasional supper party. Select a student or two. Would you be game? I'd consider it an honor, sir. You'll be welcome too, Granger. I'd be delighted, sir. Splendid. Look for my owl. Good to see you, Wallenby. Well, how do you feel? Excellent. Really excellent. Remember, Sir Con usually eats early, takes a walk, and then returns to his office. Right. I'm going down to Hagrid's. What? No, Harry, you've got to go and speak to Slughorn. We have a plan. I know, but I've got a really good feeling about Hagrid. I feel it's the place to be tonight. Do you know what I mean? No. Well, trust me, I know what I'm doing. Or Felix does. Hi! Sit down. Please. Another moment you've all been waiting for. The champion selection. Said champion is Victor Krum. The champion for Beauxbatons is Fleur Delacour. The Hogwarts champion, Cedric Diggory. Excellent! We now have our three champions. But in the end, only one will go down in history. Only one will hoist this chalice of champions, this vessel of victory. The Triwizard Cup!
goodness. My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass ihr sagen, sie mein Befehl zu ihr setzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur den Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.